Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone! Ich bin Sir Pyron P. Ja, und was machen wir? Questen. Das können wir alle den Dingens machen. Wir haben Total Dominance, einer der geilsten Quests, die es gibt, weil ihr die auch gegen Freunde machen könnt und die einfach aufgeben können. Ihr müsst einfach 7 Games in irgendeinem Spielmode gewinnen. Dann haben wir The Mikshal in Herald. Spiele 30 Minions, die weniger als 2 kosten, die 2 kosten oder weniger. Das wird ein bisschen schwierig, kann ein bisschen dauern. Und Only the Mighty, spielt 20 Minions, die 5 kosten oder mehr. Kriegen wir hin, oder? Sagt er, kriegen wir hin. Versuchen wir jetzt in 5 Runden oder so, keine Ahnung, mal eben abzuklappern. Wir machen Rank Rooney, wir sind Rank 13. Vielleicht schaffen wir es auch irgendwann mal Rank 10 zu kommen. So ist mein Ziel. Rank 10 wäre schon ein cooles Ziel, oder? Ja. Was ich ansprechen wollte, ja, heute kamen die neuen Projekte, die ich gestartet habe, raus. Beziehungsweise ein altes, was neu aufgefrischt ist und ein neues, was ein bisschen... Oh mein Gott. Wieder nur... Ja, es geht. Und eins, was wir jetzt komplett neu gestartet haben, WoW einmal. Kam direkt super an. 4 Likes, glaube ich, sind es bis jetzt. Ist, glaube ich, 6 Stunden draußen oder so. Oder ein bisschen länger, keine Ahnung. Auf jeden Fall, hammerfett, dass euch das gefällt. Ja, Diablo macht mir auch übelst viel Spaß. Ist auch richtig geil. Freue mich auch, dass euch das gefällt. Do you need a blessing, Mama? Mal gucken, der wird die bestimmt zerstören. Setzt seine Passive ein. Ja. Ah, war klar. Ja, richtig fett. Digimon kam raus, war wie immer. Digimon wird immer gemocht. Was kommt noch raus? Das war's, glaube ich, schon. Oh, Alakir. Cool. The Windlord. Ich glaube, ich mache mir so einen Charmy in WoW. Ach, schon wieder? Du bist eine Nervensäge. 3, 4, 3, 3, 4. Immer folgendes. Ja, das kannst du diesmal nicht machen. Kisser. Red Eye. Mal gucken, erstmal wieder reinkommen. Ich habe ein paar Tage jetzt nicht gespielt. Ich glaube, das letzte Mal Wochenende irgendwann. Freitag, glaube ich. Also vor 4 Tagen. Mal gucken, wie dazu wird. Ich habe jetzt 2 Stunden Zeit aufzunehmen, weil dann kommt Wrestling. Ich bin voll der Wrestling-Fan. Wissen einige von euch wahrscheinlich nicht. Oder die meisten von euch wissen das nicht, dass ich übelster Wrestling-Fan bin. Ich weiß, dass das alles nur Fake und so, aber es macht ultra viel Spaß. Er lässt wie Anime gucken. Wir wissen alle, dass das nicht echt ist, trotzdem interessiert es uns. Weißt du so? Oh nein, du böses Scheißvieh. Wir haben 4. Warte mal. Oh, ein Abgang, ne? So. Nächste Runde haben wir 3. Das heißt, ich könnte notfalls noch so ein Ding jetzt. Der könnte diese. Ach, nö. Spielt ein Townvieh. Nicht so geil. Nicht so geil, würde ich sagen. Der macht 4 Schaden, das ist gay. Das ist ein Problem, dass der 4 Schaden macht. Was kriegen wir denn? Mal schauen. Healing Totem. Das ist doch. Ja, der geht jetzt so oder so drauf, aber das ist nicht so schlimm. Der macht im Hauptsache 2 Schaden. Ach nö, ey, boah. Egal. Wir rufen jetzt mal unser Schatzi, mal gucken, was er dagegen macht. Koste von ihm, mein Freund. Koste von ihm. Ich hätte jetzt am liebsten Dingens auf dem Feld gehabt. Unbound Elemental. Aber, naja. Unbound Elemental ist die Karte, die 2-4 hat und für jedes Mal, wenn ihr Dingens das hier bekommt, das ist ja Overload,
Für jedes Mal, wenn ihr eine Karte Overlord einsetzt, hat die 1-1. Mehr. Oh nein. Ein Starfall ist schon mal ganz nice. Korrekt. Wir haben 4. Mach mal einen Abgang. 4 Damage ist ein bisschen hart. Ich weiß, dass der starke Karten im Deck hat. Whenever you cast a spell. Was hat denn der? Swipe, glaube ich, ne? Macht 4 Damage und 1 bei den restlichen. Also bei einem 4 bei dem restlichen 1 Damage. Irgendwie so hat. Was hat denn der noch? Ui. Ui, ui. Drei, sechs, acht. Ja, das würde klar gehen. So. So. Na, jetzt verliere ich zwar meine rechte und meine mittlere Karte, aber das ist nicht schlimm. Ich würde eh noch eine Karte ziehen. Danke. Die Leute haben meistens mehr Angst vor diesen Karten als, weiß ich nicht, als vor dem Leben selber da. Vor diesen, also dem Leben hier unten. I got the best deals anywhere. Das glaubt dir keiner. Ach nö, jetzt hat die wieder 4 Leben. So ein Bullshit. Oh, cool. Da könnten die beiden einsetzen. Oder wir könnten... Kombinaten. Was macht er? 2 Damage. Der macht nur 2 Damage, das bringt uns jetzt gerade nicht viel, würde ich sagen, oder? So. Ne, bringt uns wirklich nicht viel. Jetzt haben wir noch 5. Das heißt, ich kann so machen. Ich kann es so machen. Er kriegt einen 2 Schaden. Machen wir der mal 2 Schaden. So. Ich glaube, das war ein bisschen fail gespielt, aber. Ja. Machst du nichts. Nächste Runde haben wir Alak hier. Da müsste das Ganze schon wieder ein bisschen anders aussehen. Oh nein, er macht allen 2 Schaden. So gay. So wie der spielt, sollte der Mage-Deck spielen. Jetzt tötet den Totem. Oh nein, jetzt zieht noch eine Karte. Ja, die Einser, die sind mir eigentlich relativ latt. Hat er irgendwas, was die Einser boostet? Ich glaube schon. Mit Shapeshift macht er den weg und macht mir 6 Schaden. Doch nicht, lol. Cool. Immer mehr 8 Schaden. Au. Egal. Die beiden machen jetzt einen Abgang. Oder? Ah, vertraue ich meinem Glück oder vertraue ich es nicht? Engaging TC-130 into dislocator. Ich hätte es nicht vertrauen sollen. Okay, das war doch schon mal nicht schlecht. Ich hab eine 1-1er. I'm gonna win. Ja. I must safeguard the land. Oh nein, er silenced mich. Jetzt hat er immer noch 4-5. Außer er will mir 7 Damage machen, dann. Please go on. Der hat noch einen Starfall. Oh, cool. Was für den?
Da ist die anderen beiden machen auch gleich einen Abgang. Ich gerade ordentlich auf die Schnauze, ey. Nee, aber erst spielen wir dich. So. Das hat sich schon mal gelohnt. Das macht Alak hier wahrscheinlich einen Abgang. Ich baue das, was mir Taunt gibt. Dann rufe ich Onyxia und gebe dem Taunt. Chillwind Yeti. Okay. I have no time for games. Chicken Follow Win. Oh. That's gay. Mal gucken, ob er sich darauf einlässt. Der wird den jetzt angreifen und den hier übernehmen. Ist das random? Achso, ist nur random. Cool. Ich hoffe, der hat kein dieses Starfire nicht mehr, wo er alle zwei Damage macht. Genau, konzentrier dich auf Onyxia. It's always a wise choice. Dreimal 6 sind 18, ne? 18 und 6 sind 24, das passt noch nicht ganz. Oh no. Sind wir bei 20. Okay, macht noch einen Platz. Aha. Problem ist, wenn ich die jetzt kill, muss sie töten. Oh, und der nimmt ausgerechnet den, ist das dein Ernst? Ah, ey, Glück muss man haben. Glück muss man haben, Alter. Drei Viecher und der nimmt natürlich das Stärkste. Beziehungsweise bekommt das Stärkste. 10 Damage muss der mir machen. Mit seiner Passive sind es 4. Okay, das macht keinen Damage. Okay. Das sind bis jetzt 8. Das heißt, ich habe noch 2 HP. Oh Mann. Ja, Alter, dass er die Karte kriegt, der war jetzt totaler Abfuck. Ja, fick dich. Er muss mit 2 Damage machen. Ja, das ist durch. Ist durch. Der killt jetzt die beiden Wölfe, setzt seine Passive ein und killt mich mit denen. Oder so. I am ready to learn. Oh, ey. Kannst du es nicht einfach beenden? I am ready to learn. Ja, das war ein harter Deck. Hat er gut gespielt. Und ich ein bisschen kack hier sind, glaube ich. Boah, der braucht mir viel zu lange, Alter. Ah, ja. Ah, gut gespielt. Ah, kann kein Wipeout. Nein. Ich muss das nächste gewinnen. Das ist Pflicht. Alles klar, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, viel Spaß noch. Ciao.